Es geht gleich spannend weiter mit unserem Hirn. Dr. Markus Täuber, Bestseller-Autor und Neurobiologe, beschäftigt sich auf sehr unterhaltsame Art und Weise, wie wir so ticken, wie wir funktionieren, rechte, linke Gehirnhälfte und so weiter. Markus, was ist heute dein Spezialgebiet beim Vortrag? Naja, klarerweise, da wir über Digitalisierung reden, werde ich auch Virtual Reality versus Imagination auch thematisieren. Also ob die Virtual Reality wirklich sozusagen lebensnah ist. Was die Bühne macht, ja, im Prinzip. Genau. Deine Bühne. Mhm. So, vielen Dank, lieber Rainer Disionek, für die Einleitung. Machen wir gleich einmal eine Reise. Stellen Sie sich vor, so 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts, Princeton University, USA. Albert Einstein hat gerade eine Prüfung abgenommen, geht mit seinem Assistenten über den Campus. Sein Assistent plötzlich: Herr Einstein, haben Sie nicht dieselbe Prüfung schon mal gehalten? Einstein: ja. Sein Assistent: ja, aber Herr Einstein, wie können Sie denn dieselben Fragen nochmal stellen? Darauf Einstein: nun, die Fragen sind dieselben, die Antworten, die haben sich geändert. Und genau das ist ja eigentlich das Thema bei uns. Ganz egal, Coaching, Therapie, Training, uns eint eine entscheidende Frage. Und die Antworten, die werden aber neu durch wissenschaftliche Erkenntnisse, durch neue Technologien. Und diese eine spannende, entscheidende Frage ist doch letztendlich: Warum ist es so schwierig, sich selbst und andere Menschen zu verändern? Und wie geht es dann doch? Und diese Frage beschäftigt uns vermutlich schon, seit wir Menschen sind. Und Hinweise darauf, dass man Techniken eingesetzt hat, die gibt es in den französischen Höhlenmalereien, die auf 30.000 Jahre geschätzt werden. Damals schon haben Leute so die Hinweise imaginiert, sich was vorgestellt, um besser auf die Jagd zu gehen oder um Krankheiten, Verletzungen zu überwinden, zu heilen. Und Imaginationen, Vorstellungen, Visualisierungen, egal wie wir das nennen, sind ja ein fundamentaler Aspekt in der kognitiven Verhaltenstherapie zum Beispiel, in der Hypnose sowieso und im mentalen Training. Und was da genau passiert, das wissen wir so seit den 90er Jahren, so Schritt für Schritt. In den 90er Jahren hat man begonnen, das hier bei der Arbeit zuzusehen, live quasi in 3D, indem wir Menschen in die Röhre schieben und schauen, ja, wo ist der Sauerstoffverbrauch so ein bisschen höher? Welche Region ist so ein bisschen aktiver im Hirn, wenn wir dieses oder jenes sehen? Und daraus hat man sehr viel gelernt, sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Für uns besonders spannend ist die Tatsache, dass zwischen Wahrnehmung, ich habe Sinnesreize von außen, ich sehe was, also ein Reiz geht auf die Netzhaut, es kommt elektrischer Strom über die Sehbahnen nach hinten ins Gehirn, dass Wahrnehmung und Vorstellung in Wahrheit ein und derselbe Prozess sind, ein und derselbe Mechanismus. Und das ist gewaltig. Und das hat gewaltige Konsequenzen. Im Prinzip ist es so, dass wenn wir etwas sehen, wie gesagt, es gibt diese Leitung über die Sehbahnen nach hinten, im visuellen Kortex V1, werden Farben, Formen und so weiter gestaltet vom Gehirn und vorne dann im Arbeitsgedächtnis erleben wir das bewusst als Moment. Dazu kommt der Hippocampus, der das Ganze als Erleben, als Erfahrung auch sozusagen durchmacht, und wenn das Ganze oft genug passiert oder spannend genug passiert, dann speichert sich das ein ins Langzeitgedächtnis, als Erinnerung hier im Scheitellappen der Großhirnrinde. Und das ist, wenn es was Negatives ist, eine Blockade, wenn es was Positives ist, eine Ressource. Und genau derselbe Prozess passiert bei der Vorstellung. Nur, dass wir bei der Vorstellung das Ganze nicht von außen antriggern, sondern von hier über den dorsolateralen präfrontalen Kortex, über dieses Dachel des Stirnhirns, das Ganze quasi einschalten. Und dass diese Bilder, egal ob sie jetzt von innen oder von außen quasi getriggert werden, dass diese Bilder gewaltige Einflüsse haben, das ist auch extrem spannend. Denn das bietet uns eben die Basis dafür, über Veränderung auch nachzudenken. Schauen wir uns solche Bilder mal an und was da konkret im Gehirn passiert. Und fangen wir gleich mal mit einem Schreckensbild an, es wird dann besser, keine Sorge.
gehen wir auf Manuel. So. Ja. Viele Menschen haben vor solchen Dingen Angst. Schlangen, Spinnen, Höhen. Und wir wissen aus der Psychologie ja schon lange, Expositionstherapie, dass wenn wir uns mit der Angst auseinandersetzen, mit dem, was uns Angst macht, dass es besser wird. Genauer gesagt, im Hirn die Amygdala stumpft quasi für das ab. Sie wird in ihrer Reaktion neutralisiert. Und jetzt ist es natürlich schwierig oft, nicht? Wie organisiere ich eine Spinne, eine Schlange oder die Schwiegermutter oder die Höhe. Das kostet ja alles Zeit, Investition, auch, dass man das Ganze auch organisiert und so weiter. Und da wäre es doch schön, oder wenn man so eine Brille aufsetzt und man hat so die Spinne und kann selber entscheiden, wie nah komme ich der und was macht die konkret. Weil wenn ich so eine echte Spinne mir an die Hand setzen lasse, als Spinnenphobiker, und die macht plötzlich eine unerwartete Bewegung, dann entsteht Panik und dann wird die Angst nochmal verschärft. Also unter kontrollierten Bedingungen, so quasi hier auf einem Sessel, das wäre doch schön, wenn man die Angst wegkriegen kann. Und das geht tatsächlich, da gibt es schon Studien, seit Ende der 90er Jahre. Damals war Virtual Reality noch sehr primitiv, so quasi wie C64, so die Spinne, ein Kasterl mit so Haxen, die so weghängen. Aber das macht nicht so viel, weil die Amygdala eh sehr unscharf sieht. Die speichert ja sozusagen schablonenhaft und schwarz-weiß ab. Und darum konnte man die Angst da schon sehr, sehr lange auch mit sehr technisch noch nicht so ausgereiften Methoden untersuchen in der Virtual Reality. Hat aber gesehen, ja, tatsächlich so 6 bis 12 Sessions zu je einer halben Stunde, manche Studien nach einer Dreiviertelstunde, die reichen aus, um maximalen Benefit zu bekommen, also die Angst wirklich zu neutralisieren. Und das geht auch mit Höhenangst natürlich und vielen, vielen anderen Dingen. Auch mit Sozialphobie oder Präsentationsangst, etwas, das wir dann in der Pause hier auch testen können. Expositionstherapie, also über Virtual Reality, und letztendlich bedeutet das, ich deaktiviere die Amygdala auf diesen Reiz, ich stumpfe sie ab. Jetzt schauen wir uns ein bisschen was Positiveres an. Ja, ist doch nett, oder? Was passiert da, wenn wir Welpen sehen oder ganz generell mit Kindchenschema uns auseinandersetzen? Im Gehirn eine Menge, der Hypothalamus beginnt, Oxytocin zu produzieren, dieses Treue- und Bindungshormon, wie man das aus den Medien kennt. Aber dieses Oxytocin kann noch mehr. Es ist der natürliche Gegenspieler von Cortisol, dem Stresshormon. Es verhindert die Cortisolproduktion und dadurch sinkt der Stresspegel und wir entspannen uns. Und nebenbei, also natürlich, auch Vertrauen wird gesteigert. Also je länger Sie da drauf schauen, desto mehr steigt mein Vertrauensindex bei Ihnen. Ist doch ein sehr schöner Effekt. Und man muss gar nicht so lebensechte Hunde verwenden. Man kann auch mit animierten Hunden zum Beispiel, mit Animated Pets, wie wir das nennen, arbeiten. Und solche Animated Pets, die haben sich sehr gut bewährt bei Kindern. Wenn man denen zum Beispiel beibringen möchte, eine gesunde Lebensweise zu erlernen, also mehr Gemüse zum Beispiel, mehr Obst zu essen und weniger Schokolade zu naschen, oder wenn es darum geht zu lernen, wenn dieser Hund so vorlebt, wie gerne in die Hundeschule geht, das Kind nimmt das auf, viel mehr, als wenn die Eltern sich den Hund fusselig reden. Einerseits frustrierend und andererseits aber zeigt es halt, was wir mit Neurokniffen und Bildern so alles tun können. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel her. Sportbewegung. Einerseits Bewegung, sich anzusehen, gibt es tatsächlich Studien, reicht, um Depressionssymptome zu lindern. Ich muss nicht unbedingt selber aktiv werden, und gerade natürlich, wenn jemand schwer depressiv ist und sich aufraffen kann, ist auch das die einzige Möglichkeit. Ich kann aber auch zum Beispiel rein durch Vorstellung, ich gehe in Gedanken in so eine Bewegung hinein, wo ich trainiere, wo ich meine Muskeln trainiere, allein dadurch die Muskelkraft steigern. Je nach Studie, das haben sie immer so bei rund 30% Muskelkraftsteigerung, ohne dass ich einen Muskel auch tatsächlich rühre.
Und das ist extrem spannend. Zum Beispiel natürlich für Leistungssportler, wenn sie verletzt sind, für Menschen in der Rehabilitation, die im Rollstuhl sitzen, aber möchten, dass der Muskel nicht abgebaut wird und so weiter. Und ganz so nebenbei, das ist auch die Erklärung dafür, verändert sich auch sehr viel in unserem Hormonhaushalt. Wenn wir solche Kraftsportaktivitäten uns zum Beispiel durch Virtual Reality vorstellen, also diese Wahrnehmung uns auf Kraftsport sozusagen suggeriert, dann steigt das Testosteron, jenes Hormon, das ja anabol ist, das für das Muskelwachstum ja zuständig ist. Und das Cortisol geht runter, das Stresshormon. Also es gibt verschiedenste Studien, es gibt eine Studie zum Beispiel über 8 Wochen, die sich damit beschäftigt, ich mental spreize meinen Finger oder ich trainiere meinen Finger, meinen kleinen, indem ich gegen einen Widerstand gehe. Genauso gibt es das mit Ellbogen, ich trainiere nur mental den Ellbogen oder mit der Hüfte gegen das Gewicht. Das sind Studien, die sind so gemacht, Zeitraum 4 bis 8 Wochen, 5 Tage die Woche, circa eine Viertelstunde. Und das ist auch das, was wir so im mentalen Training auch als optimale Dosis empfehlen. Regelmäßig, täglich am besten, 15 Minuten ist ein sehr, sehr guter Wert. Und schauen wir uns dann noch ein Bild an. In weiser Voraussicht haben wir nicht Ibiza vorbereitet, sondern die Küste Südnorwegens. Auch da gibt es ein schönes Meer und auch da kann man wunderbar entspannen. Ja, wenn Sie sich das so anschauen, mit so einer Landschaft sich beschäftigen, mit generell auch Naturerlebnissen, passiert etwas im Gehirn, das nennen wir den Soft Fascination Effekt. Einerseits wird das vegetative Nervensystem Richtung Nervus Vagus, Richtung Entspannung aktiviert und andererseits das Gehirn so ein bisschen stimuliert und angeregt. In der Psychologie gibt es ja auch den Begriff der Attention Restoration Theory, also dass Aufmerksamkeit, Exekutivfunktionen sich verbessern, nachdem wir solche Naturerlebnisse hatten. Und auch da kann man mit Virtual Reality oder mit Vorstellung genauso an so Naturplätze gehen, wir entspannen uns und gleichzeitig laden wir unsere Konzentrationskraft wieder auf. Wir werden sogar kreativer im Anschluss. Und das ist natürlich für Coaching-Therapie extrem spannend, wenn der Klient sich entspannen kann und kreativer wird, also sprich seine Lösungen besser finden kann, seine Problemlösungsstrategien angehen kann. Alles also basierend auf dem Soft Fascination Effekt und der Attention Restoration Theory. Spannende Dinge, das sind nur so ein paar Beispiele eben für solche Bilder, Szenen, die, wenn sie realistisch gezeigt werden, tatsächlich helfen, das Gehirn umzuprogrammieren. Sie funken direkt ins limbische System hinein, in unser Gefühlserleben und in unsere Lernzentren. Gefühl und Lernen sind ja eng miteinander verzahnt und das eine bedingt das andere. Und genau so können wir dann Klienten eben dazu bringen, neue Wege zu finden, neue Strategien zu entwickeln und eben auch neue Verhaltensweisen, zum Beispiel neue Charakterzüge zu erlernen. Und dann wird es plötzlich leichter, dann wird es über diesen Umweg, über diesen Trick besser als durch zum Beispiel gutes Zureden, Ratschläge aller, mach das doch so, hör mit Rauchen auf, das ist ungesund, vergiss deine Ex, die war eh nicht gut für dich und so weiter. Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Und als wir mit diesem Konzept der Virtual Reality und Michael Altenhofer wird ja dazu noch was präsentieren, an die Presse gegangen sind im Herbst letzten Jahres, war die Resonanz gewaltig. Also das Thema zieht, wir waren Kronenzeitung, bei News und so weiter. Ich möchte ein Beispiel erwähnen, nicht weil das jetzt die wissenschaftlichste Zeitschrift war, die ganze Woche, aber die haben sich echt bemüht. Die sind gekommen mit einem Fotografen, mit einer Redakteurin und einer Testperson, die wollte wissen, kann ich mit Rauchen aufhören durch Virtual Reality? Ich habe gesagt, ja, probieren wir was. Sie soll eben diese Küste Südnorwegen sich anschauen und sich so quasi vorstellen, dass immer dann, wenn sie zur Zigarette greift, weil sie gestresst ist, sie sich dieses Bild herholt, diese frische Luft genießt, die sie da erlebt hat und dieses Gefühl von Freiheit.
Und wir haben das ganz kurz nur gemacht, weil eben das war ja im Prinzip nur ein Fototermin und so weiter und sehr viel Ablenkung. Und am nächsten Tag hat sie angerufen und hat gesagt, wie toll das ist, so impressiv diese Bilder und so weiter. Sie würde da gern weitermachen. Und ich habe gesagt, ja, ich biete das ja nicht an, ich bin kein Coach, kein Therapeut, aber kommen Sie trotzdem nochmal vorbei, weil Sie haben sich Zeit genommen für diesen Fototermin, großartig. Setzen Sie einfach die Brille nochmal auf und spielen Sie das nochmal durch. Und das hat gewirkt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was alles möglich ist, wenn so ein Profi an die Sache geht, das in Gespräche mit einbezieht, Vorgespräche, Nachgespräche, wie weit es gehen kann, Menschen von A nach B zu bringen. Und ich möchte abschließen einfach mit einer kleinen Übersicht der Literatur, die ich hier verwendet habe. Es gibt zu Virtual Reality schon jede Menge Studien. Da geht es um breite Effekte auf psychiatrische Erkrankungen, auf Angst und so weiter, die mit Virtual Reality untersucht wurden. Wir können Natur verschreiben sozusagen und hier therapeutische Effekte erzielen oder ganz einfach eben diese restaurativen Effekte auf Konzentration, Aufmerksamkeit, Willenskraft, Exekutivfunktionen erlangen. Und das zum Beispiel beim Thema Lernen auch einzusetzen oder eben wenn es darum geht, kreativ Lösungen zu finden. Ja, mit diesem kleinen Überblick möchte ich mich auch schon bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen hier so eine Virtual Reality Brille in Action, können das nachher am Stand auch selber ausprobieren. Und wenn Sie sich für Hirnforschung interessieren, gibt es auch Bücher, wie eben von mir, das ist alles eine Kopfsache am Stand. Das können Sie dann alles mit Michael Altenhofer dann klären, der dieses Thema dann nochmal bringen wird. Die Brille selbst ist nicht das Teure, es geht eigentlich um die Programme, die ja hochprofessionell und in hoher Auflösung mit einer gewissen Ruhe auch sozusagen fürs Auge, fürs Gehirn gestaltet werden müssen. Die Brille selbst, da sind wir bei ungefähr 200 Euro, das ist nicht das Thema. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Markus Teuber, Punkt, Landung, zeitlich. Dankeschön. Ja.